whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute habe ich jetzt schon den zweiten Kalila Single Malt Whisky des unabhängigen Abfüllers Gordon MacPhail vor mir. Der erste, hier der Link dazu, war 1999er auf 46 Volumenprozent reduziert. Und heute haben wir es mit einem 2000er mit 61 Volumenprozenten Fassstärke zu tun. Ja, heftige Sache. Wer jetzt nicht weiß, was ein unabhängiger Abfüller ist, hier habe ich ein Video über unabhängige Abfüller und auch ein Video über Gordon MacPhail gedreht. Ja, Fassstärke von Gordon MacPhail haben wir bislang erst sehr selektiv unseren Kunden angeboten, weil die Klientel von Gordon MacPhail in der Vergangenheit nicht so sehr auf die Fassstärken stand. Mittlerweile steigen die Alkoholstärken auch bei den normalen Abfüllungen auf 46 Volumenprozente. Und ja, das führt die Liebhaber von Gordon MacPhail auch zu hochprozentigeren Abfüllungen, die jetzt hier in diesem Fall tatsächlich komplett in Fassstärke mit 61 Volumenprozenten abgefüllt wurde. Das Besondere an dieser Flasche ist, genau wie die letzte, First Fill Sherry Butt. Und das Besondere, das Allerbesondere daran ist, das ist jetzt eine der ganz wenigen Single Cask Abfüllungen von Gordon MacPhail, also wurde ein einzelnes Fass abgefüllt. Und zwar das Fass 309.560, destilliert am 27.10.2000. Und in die Flasche gefüllt am 16.04.2013. Jetzt schreiben wir 17. August 2013. Also 4 Monate erst in der Flasche und schon bei uns. Ja, in Schottland geht das alles ein bisschen langsamer. Das ist nicht so Just-in-Time-Production. Nein, da gibt es dann noch jede Menge Zeit, die dafür geht, bis so eine Flasche uns erreicht. Jetzt schauen wir mal, was auf der Rückseite steht. 61 Volumenprozente in natürlicher Fassstärke und natürlicher Farbe und nicht kühl gefiltert. Süße Sherry-Noten mit geräuchertem Schinken und Mentholaromen. Sehr süß. Beginnt mit Sommerfrüchten, Karamell und einem Bonfire, also einem Freudenfeuer. Ja. Jetzt wird es immer kleiner. Und es kann sich also, weil er nicht kühl gefiltert ist, ein Sediment am Boden bilden. Das wäre aber unschädlich. Jo, dann gehen wir da noch mal ran. Und das erinnert mich daran an eine ganz, ganz frühe Zeit im The Whisky Store. Und da hatten wir das erste Mal einen unabhängig abgefüllten Kalila, das muss also irgendwo so 94, 95 gewesen sein. Und der lag auch über 60 Volumenprozente Alkohol. Und den haben wir dann in unbekannter Weise, unerfahrener Weise, haben wir den dann in Fassstärke probiert. Und das hat also dermaßen einem das Wasser aus den Lippen und aus der Zunge rausgezogen, dass wir nachher da kaum noch was wirklich geschmeckt haben. Bis man dann darauf kommt, ja, eigentlich muss man Whiskys doch ordentlich verdünnen. Weil Alkohol in hoher Konzentration dehydrierend wirkt, auch Nervengift ist und 61 Volumenprozente sind also schon wirklich viel. Ne? Whisky, der ist jetzt 13 Jahre alt. Nicht ganz, 12. Wenn man sich das genaue Datum anschaut, der war im Oktober destilliert und im April abgefüllt, also hat er nicht die vollen 13 Jahre, sondern nur 12 hinter sich gebracht, 12, dann verlieren die normalerweise mehr. Dass man da also dann irgendwo mit 57-58% rauskommt, aber der ist bei 61 geblieben. Das wird jetzt auch daran liegen, dass das ein Sherryfass ist, wo das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen klein ist. Das heißt, mit relativ wenig Holz kann man viel Whisky einsperren in das Fass. Was bei kleineren Fässern braucht man relativ mehr Holz pro Liter Whisky. Und damit kann auch pro Volumen, hat man weniger Poren in der Fasswand, wo es rausdiffundiert. Da sinkt also der Alkoholgehalt schwächer.
riechen wir auf jeden Fall mal dran. Geräucherte Schinken, einwandfrei. Und diese Mentholnote, die hatte ich in dem letzten Kalila, hatte ich den auch schon verspürt. Da habe ich den, ich weiß gar nicht, oh, habe ich jetzt das gerade so viel erzählt, habe ich ihn den Gordon McPhail 1999 eingeblendet, blende ich ihn jetzt hier ein. Da habe ich diese Mentholnote auch gespürt, aber lange nicht so stark wie jetzt hier. Der geräucherte Schinken und das Menthol. Man sagt Kalila auch eine gewisse Öligkeit immer nach, die ich selber, so Öligkeit, Cremigkeit, Butterigkeit, die ich selber so wirklich oft jetzt noch nicht verspürt habe. Aber vielleicht, wenn dieser Rauch sich mit dieser Öligkeit verbindet, vielleicht kommt dann da dieser Schinken raus. Ne? Sherry auch, aber auch hier der Rauch extrem dominant. Und süß ist das jetzt noch nicht wirklich. Ist auch eine sehr, sehr starke Alkoholnote mit dabei. Das zieht also einem die Nase hoch, das ist kräftig. Jetzt schieben wir mal ein ganz bisschen Wasser mit dazu. Schauen wir mal, was sich dann so tut. So, jetzt sind wir vermutlich mal auf 50 runter. Sehr starke Schlierenbildung, wie es sein muss. Wasser und Alkohol vermischt sich nicht so gerne. Das braucht seine Zeit. Jetzt kommen die Früchte, das ist das Fruchtige. Ist auch ein bisschen mehr der Sherry zu spüren, aber auch der Rauch geht auf, auch der wird stärker. Aber jetzt nicht mehr so sehr dieser Räucherschinken, sondern jetzt wird es also Lagerfeuer, Bonfire, Freudenfeuer. Heftiger Rauch. Und diese ganze Vanille und Karamell und was da alles drin sein soll, nee, alles noch nicht spürbar. Ich muss da allerdings zugeben, dass ich sehr, sehr lange schon keinen richtig rauchigen Single Malt Whisky mehr probiert habe. Das ist also bestimmt einen Monat her, ganz bestimmt. Da gewöhnt man sich an die anderen Single Malt Whiskys dann sensorisch doch viel stärker. Tja. Eichenholznote, süße, richtig süße. Und dazu so eine, verstehen Sie nicht, weil so eine Teerstraße hinten die Zunge runter. Das war jetzt aber deutlich. Lässt aber stark nach, diese Teerstraße. Und bleibt so eine Kakao-Kaffee, zartbittere Note auf der Zunge zurück. Ja, mit so einem Single Malt Whisky muss man ganz mächtig spielen, bis man die für sich und für den aktuellen Moment geeignete Konzentration zusammenbekommen hat. Schauen wir mal, ob sich dann noch ein bisschen mehr rauskitzeln lässt. Und dafür sind die Fassstärken ja da, besonders wenn sie so hoch konzentriert sind mit 61 Volumenprozenten. Ja, richtig, richtig viel mehr Früchte kommen jetzt. Süßer wird's. Ein bisschen kommt auch das Karamell durch. Jetzt kommt sowas wie Äpfel, Birnen, Pfirsiche, deutlich fruchtiger. Jetzt haben wir das Fass und den Rauch weit genug zurückgedrängt, dass der Whisky sich auch brennereicharaktertechnisch öffnen kann. Ja, er ist dann auch ordentlich trüb geworden. Ja, kann man schön sehen. Hier habe ich über Kühlfilterung ein Video gedreht und auch Mischungen gemacht, dass man sieht, wie die sich dann eintrüben. Mhm.
viel weicher, lockerer auf der Zunge. Nicht lange nicht mehr dieser Biss, dieser scharfe, extrem scharfe Antritt. Nein, nicht scharfe, intensive Antritt. Und auch der Rauch. Er ist natürlich da, er ist noch da. Er hält sich aber jetzt deutlich zurück. A, weil ich schon zweimal probiert habe. Und B, weil durch die Verdünnung tritt er nun doch ein Stück weiter in den Hintergrund. Jo, eine der ganz seltenen Single-Cask-Abfüllungen von Gordon & McPhail. Schauen Sie mal zum Shop-System nach, was Sie bei Carlila von Gordon & McPhail finden. Ich hoffe, es gibt noch relativ lange was davon. Preise ziehen bereits gerade heftig an. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.